grüße euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute das Thema: In Einheit ist nichts unmöglich. In 1. Mose 11, Vers 66 heißt es: Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist doch erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Einheit, und Gott sagt, jetzt ist ihnen nichts unmöglich. Nun, was diese Begebenheit damals zeigt und uns lehrt, ist letztendlich, welche Kraft von Einheit ausgeht. Die Bibel sagt, die Menschheit versammelte sich in einer Stadt, in einem Projekt, in einem Ziel. Und Gott macht deutlich, was für eine Kraft dahinter steht. Nun, nicht nur weiß Gott um das Prinzip von Einheit, um die Kraft, die davon ausgeht, sondern es ist vor allen Dingen auch das, was geistlich dahinter steht. Jesus sagte einmal, jedes Reich, was mit sich selbst uneins ist, wird sich zerstören. Und so ist natürlich das Reich der Finsternis in sich eins. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir das als Gemeinde wissen. Hier nun haben sie eine Einheit gebildet, die Menschen der damaligen Zeit im Turmbau zur Babel nicht göttlich und nicht in Demut vor Gott sich beugend, sondern in einem Stolz und Hochmut gegenüber Gott, dass sie sagen, wir brauchen ihn nicht, wir bauen uns selber ein monumentales Bauwerk, wir wollen das Zentrum sein, wir und die Menschen. Und das sind letztendlich dämonische Tendenzen, das sind diese Gedanken, die auch der Satan in sich selber hegt und pflegt. Er will angebetet werden, er will wegrichten den Blick von Gott auf sich selbst. Und wir sehen, wie Jesus versucht wurde in der Wüste und er ihnen all die Reiche zeigt und sagt, beuge dich vor mir. Und Jesus tut es natürlich nicht, weil er sagt, ich und generell, wir Menschen sollten uns nur vor einem, nämlich vor Gott beugen. Nun, der Mensch versucht also in seinem Stolz da letztendlich dieses Bauwerk zu bauen, um sich einen Namen und letztendlich auch eine Vereinigung zu schaffen. Der Mensch stellt sich ins Zentrum und siehe da, wir haben diese Tendenz immer wieder in der Geschichte, in der Menschheitsgeschichte, immer wieder steigen Reiche auf und auch in unseren Tagen sehen wir und die Bibel, die zeigt uns, dass das am Ende der Tage, am Ende der Zeit wieder diese Tendenz kommen wird, wie schon damals im Turmbau zu Babel, dass die Menschen sich vereinen wollen, dass sie von Frieden reden, dass sie letztendlich in einen Gedanke, in eine Richtung tendieren. Und wir sehen heutzutage diese Strömungen auch, dass der Mensch darin seine Lösung sucht, den Weltfrieden herbeibringen will, in der Einheit von Religionen, der Einheit von Menschen und Sprachen und Kulturen. Und genau das hat Gott ja damals letztendlich genommen, um Menschen in ihrem Stolz und Hochmut nicht nur zu demütigen, sondern auch ihnen ihre Grenzen aufzuzeigen. Die Bibel sagt, obwohl der Mensch so hoch baut, sagt Gott, komm, lass uns mal herabsteigen. Es bleibt dabei, egal was der Mensch versucht, egal wie sehr er in Wissenschaft, Fortschritt, Philosophie und Freiheitsdenken und was auch immer voranschreiten mag, für Gott sind es immer noch Kleinigkeiten, wo er bemüht ist, herabzusteigen, um zu schauen, was da ist. Und so verwirrt er die Sprachen der Menschen und so entstehen Sprachen, Kulturen, Nationen und man verteilt sich und das Bauhaben und das Vorhaben, was sie da hatten, letztendlich in ihrem Stolz, es verfällt und wird der Erde gleichgemacht. Nun, das sind schon immer so die Ergebnisse der Reiche und der Bestrebungen der Menschen in ihrem Stolz und Hochmut, dass ein Reich kommt und dann wieder geht. Und doch ist etwas sehr Entscheidendes für uns. Die Geschichte, die können wir nicht beeinflussen. Das sind Dinge, die Gott in seiner Weisheit geplant und auch letztendlich wachend darüber geschehen lässt in der Freiheit der Menschen, dass der Mensch erkennt, wenn er losgelassen ist in Freiheit, wie viel Blödsinn und wie viel Dummheiten er doch tut. Und dass es besser ist, auf Gott zu vertrauen, auf seine Weisheit, auch auf seine Regeln und letztendlich auf seine wirklich menschenleben und liebenden Gebote im Miteinander. Allein wenn wir uns die Gebote anschauen, dann sehen wir darin, wie viel Segen und wie viel Mitmenschlichkeit da letztendlich drin verankert sind. Und doch ist es so, dass wir als Gemeinde
diese Kraft von Einheit nicht nur erkennen sollen, sondern eben auch darin sehen, dass Jesus ja gekommen ist, ein Reich zu bauen, nämlich ein Reich in den Herzen. Und er will eben durch seinen Geist auch genau da hinein, nämlich Einheit schaffen. Aber nicht Einheit, indem wir jetzt ein Ziel haben und uns einen großen Namen machen wollen und es schon wieder um uns sich dreht, sondern es soll sich um ihn drehen. Um sein Friedensreich, um das Reich von Gerechtigkeit und Liebe und Gnade und Annahme. Und so war es ein Riesenwunder, was geschah, als die Gemeinde entstand, dass auf einmal da Griechen und Juden zusammen waren, dass da auf einmal Sklaven und ihre Herren zusammen waren. Wo und wie kann das denn sein? In einer Brüderlichkeit, in einer Annahme. Warum? Weil sie alle ein Erlebnis hatten, nämlich, dass sie festgestellt haben, ich bin verloren, ich brauche Vergebung, ich brauche Jesus. Und darin haben sie sich vereint gefühlt, in dieser Taufe, in diesem Symbol, das Alte ist vergangen, sie ist es neu geworden. Und das ist die Grundlage von Einheit. Und Gott selber sagt, Einheit, die hat ein wunderbares Potenzial. Im Psalm 133 sagt er, dahin hat Gott seinen Segen befohlen und das wünsche ich uns. Lasst uns das suchen und darin bestrebt sein, das zu bewahren in der Gemeinde. Gott segne euch und wir sehen uns morgen wieder.